Bevölkerung wächst, nahezu überall auf der Welt, unaufhaltsam. Der Bedarf an Lebensmitteln steigt, für Mensch und Tier. Frische Nahrungsmittel und sauberes Trinkwasser sind kostbar und werden immer knapper. Der Klimawandel macht den Anbau von Lebens- und Futtermitteln immer schwieriger. Erdöl, das Lebenselixier der verarbeitenden Industrie. In der Produktion werden mehr und mehr hochwertige Rohstoffe benötigt. Chemie, Kunststoff und Pharmaindustrie sind abhängig von fossilen Rohstoffen. Doch die Vorkommen werden nicht mehr lange ausreichen. Mobilität und Energiebedarf nehmen immer mehr zu. Weltweit. Abgase und Smog verschmutzen die Luft. Fossile Brennstoffe gehen langsam zur Neige. Herkömmliche Energiequellen reichen nicht mehr aus. Die vorhandenen alternativen Energien und Technologien alleine werden den steigenden Bedarf nicht decken können. Gefragt sind weitere belastbare und nachwachsende Alternativen. Die Natur verändert sich stärker denn je. Immer öfter jagt ein Wetterextrem das nächste. Der Klimawandel beeinflusst das Leben auf der Erde wie kaum zuvor. Die Gesellschaft muss neue Wege finden, die natürlichen Ressourcen der Erde schonend zu nutzen. Eine Herausforderung für die Bioökonomie. Die Wissenschaft leistet einen wichtigen Beitrag bei der Suche nach innovativen Lösungen. Forscher arbeiten daran, Pflanzen als Rohstoff und Energieträger nutzbar zu machen, sie an die klimawandelbedingten Veränderungen der Umwelt anzupassen. Pflanzen als nachwachsender Rohstoff der Zukunft. Die Sicherung der Welternährung, die nachhaltige Erzeugung von nachwachsenden Rohstoffen und deren Nutzung für Wertstoffe und Energie sind große Herausforderungen der Zukunft. Daran arbeiten die RWTH Aachen, die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und das Forschungszentrum Jülich im Bioeconomy Science Center.